An dem Ort gibt es genug Gründertechnologie, um eine ganze Roboterarmee auszurüsten. Für immer. Ah, das will ich! Die haben wir jetzt aber eiskalt erwischt. Ah! Wir müssen nur einen einzigen fangen. Schaltet die anderen aus. Noch drei Roboter sind im Einsatz. Aber davon erholt er sich nicht mehr. Ich kann nicht hinsehen. Sag mir, was passiert. Nein, lieber nicht. Oh. Wieso kannst du nicht so sein, wie ich dich haben will? Hey, Ketra. Macht nichts. Es sind noch zwei übrig. Muss das sein? Auch egal. Wir kriegen das schon hin. Bo, hey, ich hab einen! Dora, bring dich in Sicherheit! Ah! Was ist da passiert? Ich glaube, die Roboter zerstören sich selbst. Ach, Ketra. Wer darf sich nicht auch noch zerstören? Los, Leute, und Angriff! Ja! Upsi. Bist du bereit, Eisprinzessin? Ja! Seht nur! Und zwar wir alle mit vereinten Kräften. Ah. Abstand halten. Du siehst furchtbar aus. Ketra, lange nicht gesehen. Ich dachte, Hordak hätte inzwischen gemerkt, was für eine faule, wertlose Kreatur du bist und dich längst verbannt. Ganz im Gegenteil. Hordak schätzt mich sehr. Ich habe den Hordes dabei geholfen, einem Sieg über die Rebellion näher zu kommen, als sie es jemals war. Seine Worte. Wenn du das so gut machst, warum bist du dann hier? Es geht um Adora, nicht wahr? Na und? Ich habe sie einmal siegen lassen. Wir gewinnen an Boden. Unsere Armeen werden größer. Wenn sie bereit sind für den Kampf, führe ich sie an. Und du wirst hier sein und verfaulen. Danke. Das habe ich gebraucht. An dem Ort gibt es genug Gründertechnologie, um eine ganze Roboterarmee auszurüsten. Für immer. Ah, das will ich!